Hallo und herzlich willkommen, werte Zuschauer. Ehrlich gesagt ist es mir heute mal wieder richtig peinlich, vor der Kamera zu stehen. Sie fragen sich sicher, warum. Ja, wer uns schon eine Weile kennt, der wird sicherlich mitbekommen hat, wahrscheinlich sogar über die Medien und so weiter, dass wir Ektoplasma in Deutschland gefunden haben und Herr Hottelmann da wirklich ganz wirksame Sachen entwickelt hat. Ja. Waffen, also wirklich vom Feinsten, finde ich großartig, denn nämlich angeblich hieß es, wir haben alles besiegt und jetzt kommt mir hier schon wieder der erste Brief vom Anwalt, dass wir mehr Schaden in der Umwelt angerichtet haben, als irgendwelche Geister bekämpft. Jetzt wurden wir hier schon wieder zu diesem komischen Ort gelotst. Herr Hörtelmann, ich hoffe, Sie nehmen das Wetter auch mal wahr. Wenn ich jetzt hier was finde, dann, ich hoffe, Ihnen fällt da noch was ein oder sind Ihre Techniken ausgereift? Ich Ja. weiß es nicht. Hier ist überhaupt nichts bei Ihnen ausgereift, brauchen Sie gar nicht sagen. Ich halte mich jetzt auch erstmal raus. Wollen wir erstmal gucken jetzt hier, oder weiß Wie ich? hoch wird denn die Wahrscheinlichkeit sein, dass wir was finden? Natürlich null, natürlich null. Na, Licher, null. Licher, Es sicher. hieß hier irgendwie bei dieser komischen Platte da, wenn Sie sie zeigen können. Ja, jetzt können Sie das alles abstimmen. Also die Technik habe ich ja damals noch teilweise mitentwickelt. Der Hottelmann hat sie nur verkleinert. Werden wir mal gucken hier. Dieses Ektometergerät hier, PKE-Messgerät. Mal schauen, ob wir hier was finden. Sehen Sie, jetzt breche ich mir schon die Beine hier wegen Ihrem. Ich sage Ihnen noch einen Brief, Herr Hottelmann, und Sie sind dran. Vom Feinsten. Wird hier wieder irgendjemand besessen von Vega oder was? Ja, keine Ahnung, was mit Vega ist. Von dem haben wir ja auch nichts mehr gehört, von der alten Blinkdonne. Passen Sie bloß auf hier. Hier ist nichts, Herr Hottelmann. Sie können ja mal reinfüllen. Wie lange wollen wir jetzt hier suchen? Mir wird übrigens kalt. Nicht, dass hier der Fuchs wohnt. Was für ein Fuchs? Der ist doch gar nicht mehr bei uns. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Herr Hottelmann, sind das Ihre Spielereien oder was? Nee, ich habe nur die Kamera in der Hand, sonst nichts. Na toll. Das gibt's doch nicht. Hottelmann, folgen Sie mir. Folgen Sie mir immer den Gerät nach. Hottelmann folgt. Ist das? Will ich nicht. Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Das sind Vogelbeeren, Herr Hottelmann. Ich wollte gerade sagen, das ist das Nest von Milchdrüsenpfeifling, aber ich glaube nicht. Oh mein Gott, Herr Hottelmann! Hottelmann! Was? Was? Das ist. Das bewahrheitet sich. Herr Chef! Ektoplasma. Von wegen Ihre große Technik, Vega ist tot. Naja, keine Ahnung, ich meine, gelben Schnee kenne ich aber. Aber das muss ja nicht mal was mit Vega zu tun haben, oder? Nicht unbedingt. Warte mal, ich habe natürlich auch schon Technik mit, die habe ich entwickelt, weil ich bin mir. Aha, keiner ist besser wie ich. Bin ich mir immer nicht so sicher. Halten Sie mal das PKE-Messgerät. Das ist die Geisterlampe. Wenn ich darauf halte, dann kann ich da schon. Oh, warte mal, das ist vom Feinsten. Das werden Sie gar nicht sehen, aber ich mit meiner Spezialbrille, die ich vergessen habe, sehe das natürlich. Warte mal, andere Farbe. Aber. Oh, sehen Sie das, wie sich das. Sehen Sie diesen Lichtschweif? Ich kann mir das aber nicht erklären, ey. Wir. Warte mal, wir werden wegen Ihnen noch irgendwann. Haben wir hier gar nichts mehr zu sagen. Ich verstehe das alles nicht. Nehmen Sie das Ektometer nochmal her, das PKE-Messgerät. Also, das gibt's ja jetzt gar nicht. Warten Sie mal. Sein. Also bin ich da. Hier muss irgendwas sein. Hier muss irgendwas sein, Herr Hottelmann. Gott, was ist das? Herr Hottelmann. Herr Hottelmann! Was ist das? Das ist das Gehirn von Charles. Was macht. Da bin ich ja beruhigt, ich dachte schon, das ist meins. Was macht Charles sein Gehirn hier? Herr Hottelmann, wir haben keine Arbeitshandschuhe, nichts mit. Ja. Doch, ich habe Handschuhe mit. Das ist die Mütze, Herr Hottelmann. Das ist die ektomorphische Strahlenmütze. Ja, ich bin trotzdem irgendwie. Kann man das jetzt irgendwie anfassen? Oder was ist hier? Halten wir mal von weiter weg jetzt drauf, Herr Hottelmann. Oder? Mann, das ist ja unglaublich. Das ist das pure Böse. Ja, Chef, und du grabst da rein. Passt schon. Mit dem Handschuh. Ich ziehe den Handschuh wieder aus, Herr Hottelmann. Das ist genial. Oh mein Gott, Herr Hottelmann. Was ist das, eine Spermaprobe? Das ist das pure Ektoplasma. Ah! Doch bin ich. Mann, bist du dusselig, ey. Mach
Das würde man nicht wissen, wie sie sich das erklären. Wir werden die Probe mitnehmen. Gibt es hier noch irgendwo was? Gucken Sie mal, das scheint alles Ektoplasma zu sein. Die Frage ist jetzt, was wir dagegen machen. Ihre Waffen scheinen nicht zu helfen. Ich kann mir das aber nicht erklären. Oh mein Gott, Herr Hartmann. Oh. Das sieht aus wie ein kalter Bauer, was weiß ich, keine Ahnung, ey. Wie Rotz und grüne Pflaumen. Boah! Warte mal, ich liebe es, mit Ektoplasma zu spielen. Ich sehe schon. Ah, warte mal! Das lebt! Nehmen wir das so mit, oder was soll der Kopf da? Na, mach das wieder mal da rein, wo es rauskam. Das lässt sich garantiert besser. Boah, gucken Sie mal. Aber ich ahne schon wieder hier, dass wir hier noch Haufen zu tun haben werden hier demnächst. Warte mal, inwieweit kommen wir da noch? Ich weiß, ich sage nichts Neues, aber ich habe schon wieder Technik entwickelt. Nicht schon wieder Technik? Ja, diesmal größer, besser, schlagkräftiger. Warte mal, ich kriege hier Briefe vom Anwalt, dass wir hier uns gefälligst um irgendwelche Sachen zu kümmern haben, wo ich noch vorher großartig gesagt habe, Mensch, wir haben die Stadt, wir haben die Welt gerettet, mit Herrn Hottelmann seiner großen Technik haben uns das fördern lassen. Ach naja, mit die Stadt, wie Karstadt könnten wir auch nicht retten, davon abgesehen aber. Und dann hat das noch nicht funktioniert, Herr Hottelmann. Ich hoffe, Sie lassen sich da was einfallen. Ja, na, wie gesagt, ich habe dann, wie gesagt, wirklich, also Sie werden überrascht sein, Chef. Sie werden mich, ja. Jetzt kann ich nur sagen, wir müssen uns beeilen, das Böse ist überall. Bei mir also, auch. Wenn ich hier bald kein Ektoplasma finde. Ja, das war hier hinten. Wo hinten, wenn ich mich... Das andere hinten. Das da hinten, ach. Da. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Naja. Das ist ja hochkonzentriert, Herr Ektoplasma. Herr Ektoplasmatischer Hottelmann. Ja, ich hoffe, Sie haben sich da Technik einfallen lassen. Ja, ich darf jetzt mal mein Gerät hier an. Wie war denn das damals gewesen? Es ist ja schon eingestaubt gewesen. Da wollten ja 40 Euro wurden schon geboten. Ja. Ja. Normalerweise müsste Charles kommen, der hat das von mir entwickelte Geistersonar. Hören Sie mal. Ja. Das ist hochkonzentriert. Das ist das pure Böse. Das ist ein ganzer Berg, das bündelt sich hier, Hottelmann. Ja. Wenn das in meinem Garten, oder was? Ja, Hottelmann, kann das sein, dass Sie Kinder bekommen haben? Was hab ich? Kinder habe ich bekommen? Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ich weiß ja nicht, was ich... Das sieht aber nicht grün aus. Ich weiß ja nicht, was Sie hier im Schnee verbergen. Nein, nix. Charles! Charles, bitte die Technik mit! Hier, wir sind hier, komm her, jetzt los. Gibt's doch nicht. Charles, komm mal her. Also ich hoffe, Sie haben da eine Erklärung für, Herr Hottelmann. Vor allen Dingen in Ihrem Garten, wo diese ganze Technik... Da, wo bist du denn da? Das ist hochkonzentriert, Boss. Das ist sehr gefährlich. Das ist auf jeden Fall einzellig. Das ist ja schon richtig gefroren. Gucken Sie sich mal an, Herr Hottelmann, das ist doch pure Böse. Nicht anfassen, nicht anfassen. Aber was hat das jetzt mit Kindern zu tun? Ja, Sie haben die Kinder, die brüten die Kinder darunter aus. Da wird immer mehr. Ach so, ich dachte, Sie meinten jetzt die Flüssigkeit. Ich wurde gerade stutzig. Das ist doch egal, warte mal, wie kriegen wir den Haufen jetzt hier weg? Haben Sie irgendwelche Technik wieder entwickelt? Ja, ich habe hier Hoden vom Milchdrüsenpfeifling. Ja, das wurde noch nie ausprobiert. Ich gehe mal lieber... Na, ich werd es damit. Herr Hottelmann, ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen wollte. Ja, ich würde mal weggehen an Ihrer Stelle. Warum? Weil ich habe ja... Das wurde noch nie ausprobiert. Was man sagt, das soll gefährlich sein, aber... Na, ein Wundermittel von den alten Druiden habe ich hier. Wir kennen es. Haben Sie wieder entwickelt, oder was? Ich habe das entwickelt, ja. Mal sehen, was passiert hier. Oh mein Gott, Herr Hottelmann! Das ist ja unglaublich, Herr Hottelmann. Ja. Das war Steckdose, jetzt, warum die Steckdose? Ich habe keine Waffen. Extra Ihre Kinder. Charles, untersuchen. Oh mein Gott. Herr Hottelmann, was war das? Hat's wirklich erstmal erwischt. Oder? Ist das nur erledigt? Was haben wir hier ausgehoben? Ja, keine Ahnung. Da haben Sie was Gutes erfunden. Ja. Zeit ist es erstmal weg. Wie hieß das Zeug? Das waren die Hoden vom Milchdrüsenkeimling, Pfeifling. Oder vom Rotbackenkeimling. Ich habe das noch nicht gekannt, aber das sehr gut. Sehr das habe ich gelesen in einem alten Transkript von den alten Druiden. Aber da ich ja des Lesens eh nicht so mächtig bin. Also ich glaube, hier brodelt ordentlich was unter uns, Herr Hottelmann. Und das in meinem Garten.
in meinem Heiligtum. In Ihrer Werkstatt oder was immer Sie das hier auch nennen. Das Einzige, was ich hier ausbrüte, ist ein Maulwurf im Sommer. Na gut, also die kommen dann immer her. Was sie bald brüten, die Kündigung können sie bald brüten. Wir müssen zusehen, dass wir das Zeug loswerden, bevor der Staatsanwalt wieder vor meiner Tür steht. Ja, wenn man jetzt die Steckdose hier... Was ist das da drüben? Verdammt nochmal, was ist das? Oh. Das Böse bäumt sich auf! Also ich gehe da nicht ran. Gehen Sie da weg, Herr Ottelmann! Das ist der allmächtige Schneemensch. Das ist der allmächtige Schneemensch. In meinem Garten. Ich will nochmal untersuchen. Das ist das pure Böse hier. Das ist die Quelle des Bösen, Herr Ottelmann. Das könnte Ihr Spiegelbild sein. Da hängt ein Wurm dran. Ein böser Mann, Chef. Wir müssen zurückkommen, das wird ja immer stärker. Weg hier, weg! Weg! Weg, 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 weg! Hilfe! Das Böse muss vernichtet werden! Los, Schall! Vernichte Hottelmanns Kreatur! Tu es! Tu es! Es will nicht! Schalt! Wer ran? Und zur Kamera! Wer ran? Geh ran! Die Kraft geht verloren! Das ist zu stark! Was geht los hier? Wir müssen andere Sachen! Geh mal näher ran damit! Los, mehr! Mehr! Er ist noch in Ordnung! Gibst du auf! Ich gebe auf! Weiter ran mit dem Teil, Charles! Warte mal, was haben Sie hier für Technik entwickelt? Ich hab das verstärkt hier alles! Warte mal, ich brenne in die Ohren weg. Gucken Sie sich das mal an. Schalt! Ihm läuft jetzt die Nase. Oh mein Gott! Schalt, hast du Spezialeffekte mit? Das Ding ist zu kräftig. Warte mal, was haben Sie hier noch in Ihrem Protonpack? So das Gefühl, dass sich bei Herrn Hottelmann das ganze Böse bündelt, Charles. Das kannst du wissen doch. Ich denke, der entwickelt die Waffen, der hat die ganzen Monster entwickelt. Wir müssen da nochmal ran später. Wir haben es fast geschafft. Entwickelt. Haben Sie noch? Andere. Ja. Schneller. Er wird in die Luft gehen. Schalt, halt. Ha, hast
hast du noch mehr Explosionsschreit. Scheiße, ich bin hilflos. Warte mal! Ich bin hilflos. Und du? Nicht mehr. Der kann sich nicht mehr vermehren. Ich neutralisiere den schwarzen Schleim. Was werden die noch alles entwickeln? Komm nicht her, du siehst an! Da gibt's sogar den Stone Cold Stunner! Ja! Wo ist er denn? Der lebt immer noch, Hartelmann! Keine Arme! Kein Pillemann! Schmeck die Hand! So! Ey, ich bin stinksauer! Molikan! Höchstens für die B-Seiten. Kommt der Speer. Moment hier. Herr Ottelmann, kann es sein, dass wir die Quelle des Bösen endgültig besiegt haben? Ja, wollen wir noch hoffen! Hier ist nichts mehr. Herr Ottelmann, Sie haben noch nicht wirklich mehr an Monstern getüftelt als an Waffen. Wie? Soll ich das gewesen sein? Dass ich praktisch die angelockt hatte mit meinen paranormalen Aktivitäten. Wer war das sonst, Herr Ottelmann? Wer war das sonst? Jokeslam war das. Ich würde mal sagen, www.kokparanormal.de.vu. Charles hat sich aus dem Staub gemacht. Der brüllt da hinten im Wald rum, der Trottel. Kommt ja auch mal wieder. www.gartenproductionschaos.de. Den wir, glaube ich, auch mal einrichten müssen. Ich glaube, den Charles. Hier lest doch der Kopf, Herr Ottelmann. Charles! Hat sich das mit Vega erledigt? Ja, hoffe ich mal. Sind die Geister nur endgültig besiegt, Herr Ottelmann? Ganz schlecht. Herr Ottelmann, Sie können die Sendung nicht mehr retten, die war kaputt genug. Der Schlussgag war cool, ich habe mir gerade die Ding gesehen. Komm los her! Das habe ich nicht gesehen, Herr Ottelmann. Halt, wo bist du? Alle Scheiße! Komm bloß her! Wir haben gerade wieder eine Stunde vertrödelt von unserem Leben. Ich glaube! Das Ding los, oder was? Ich glaube, das Böse ist besiegt. Das Böse bei Herrn Ottelmann im Garten ist besiegt. Wir sind am Ende und zittern die Hände. Wir hatten das Ganze ein bisschen anders geplant, aber die Technik hat uns und die Physik hat uns dann doch im Stich gelassen. Ich habe Schnee in den Taschen. Ottelmann, ich saß nicht oft in einem Video, aber ich bedanke mich und wir gehen jetzt rein im Bier trinken. Wem es gefallen hat, hat es gefallen. Ansonsten war es eine gute B-Seite. Das war der Abschluss von Ghostbusters überhaupt. Ja, nie wieder Ghostbusters.